Diesmal habe ich eine echte Herausforderung für dich. Dieser armselige Park ist am absoluten Tiefpunkt angekommen. Wir haben ihn von seinen bisherigen Besitzer rekrutiert, aber ist tief verschuldet. Das behagt mir zwar überhaupt nicht, aber du weißt ja, wie es in diesem Geschäft läuft. Leite eine Wende ein, okay? Und damit möchte ich euch hier bei einer neuen Runde von Rollercoaster Tycoon Wort begrüßen. Und ich möchte aber auch gleich am Anfang, weil ich das ja versprochen habe, Martin Pasruka oder wie du dich ausgesprochen haben möchtest, grüßen und an alle anderen, die mir in letzter Zeit irgendwie was drunter geschrieben haben, also Unterstrich. Und was haben wir noch? So Teuer Tufan, aber natürlich auch Martin am meisten mit, weil er fast nur durchgehend schreibt. Sowieso einen maximalen Parkwert von 30.000 erhalten. Jetzt haben wir schon mal 11.000er Parkwert, ist schon mal ganz okay, aber wir haben einfach kein verdammtes Geld, deswegen ich weiß ja eigentlich, wo wir die ganzen Darlings aufnehmen. Trotzdem haben wir das gemeinsam mit dem Tutorial gleichzeitig. Und ich muss wirklich sagen, die Lust und Laune jetzt auf das Spiel ist fast gesunken. Weil irgendwie alles bei mir so nach und nach laggt und mich ja fast schon ziemlich ankotzt. Oder hat mich angekotzt vorhin. GTA konnte ich nicht starten, brauche erstmal ein riesiges Update von einer halben Stunde, dann brauche ich das und wir müssen ein paar Einstellungen anpassen. Jetzt bin ich mal gespannt. Klick auf Aktion und das Info. Okay, das soll ich machen. Ja, dann das passt schon. Das kriegen wir ja, glaube ich, hin, wenn ich jetzt gerade richtig lesen würde. Betrieb und Information. Und dann können wir die Überprüfung. Ach du Scheiße, nie? So, jetzt habe ich erstmal alles schön auf alle eine Stunde mal eine Kontrolle zu machen, weil viele Geräte sind ja kaputt gegangen. Und da gucken wir mal, wir müssen jetzt noch eine Marketingkampagne öffnen, damit überhaupt die Leute mal ein bisschen zufriedener werden. Und die Sache ist, bei welche Kampagne nehmen wir? Also ich würde mal sagen, für so eine einfache Kinder- und Familienattraktion. Das ist eigentlich ganz okay, weil so werden auch die Kinder und die anderen Leute auch noch angesprochen. Okay, jetzt sehe ich gerade was. Mit Übelkeit, welche Vorlieben. Das ist richtig detailliert, was man so eigentlich anklicken kann. Oder man sieht ja, er bezahlt lieber für billige Sachen. Und scheint auch relativ günstig alles zu sein, deswegen ziemlich gut, oder? Und jetzt soll man an den Parker. Oh, wir kommen das erstmal in eine Parkerweiterung oder was? Oh mein Gott. 8.000 für eine fucking Parkerweiterung. Ja gut, kaufen wir eine Parkerweiterung. Auch wenn es sich eigentlich überhaupt nicht lohnt, jetzt eine Parkerweiterung zu kaufen. Aber wenn das Spiel sagt, kauft ihr eine Parkerweiterung, dann kauft eine Parkerweiterung. Auch wenn es überhaupt nichts bringt. So, und jetzt sollen wir noch ein paar Lampen machen. Bekanntheitsstufe Darling zurückzahlen und maximaler Parkgewinn von 750. Ich würde mal sagen, das schaffen wir eigentlich alles irgendwann mal schon. Und das Darling war ja, oh, wie teuer war das Darling gewesen? 9.000 wären das jetzt. Aber okay, sie mag Panda und deswegen soll man Souvenir von Echtberich kaufen. Oder sie möchten mehr Souvenir von Echberich kaufen und wir sollen da was aufbauen, aber das kriegen wir schon, glaube ich, hin. So, Echberich wurde gebaut und dann haben wir schon bekannter Stufe 2 wieder dabei. Wir setzen uns einfach mal an die Straßenlaternen, dass es vielleicht ein bisschen heller wird hier im ganzen Gedöns hier drinnen. Und da fange ich gleich mal an, Leute. Ich komme gerade von meinen, oder gerade, ich komme gestern von meinen Eltern. Und ja, war ja zu Weihnachten war ich da gewesen, nicht zu Silvester oder so. Vielleicht auch noch zu Silvester, aber das steht ja zurzeit noch nicht fest. Ihr wisst es vielleicht schon, ob ich zu Silvester da war oder nicht. Im Moment steht es immer noch so aus, dass ich nicht hingehe. Aber ich würde mal sagen, das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Mal dann mal gucken, ob ich hingehe oder nicht.
Geil wäre es natürlich, also es ist ja sowieso, man ist dann mit der Familie unterwegs oder macht was mit der Familie. Und wie auch die Kollegen so sagen, ja, es ist doch gar nicht mal so ganz so weit weg. Du kannst doch einfach mal hinfahren, das ist doch was für dich ein Arbeitstag. Hört sich jetzt krass an, aber es ist wirklich so, dass es für mich ein Arbeitstag ist und nicht mehr. Und jetzt muss man mal gucken, dass wir einen Parkgewinn von 750 machen. Das relativ schwer sein wird im Moment. Vor allem, weil ich dann so viel fucking Bäume abreißen möchten muss und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht so viele Bäume abreißen. Darauf habe ich keine Lust. Das ist irgendein Grund, ist meine Aufnahme gerade abgebrochen. Ich weiß es nicht warum. Und ja, jetzt müssen wir irgendwie Geld einnehmen und ich würde mal sagen, die große Sache Geld einzunehmen ist einfach mal den Eintritt zu erhöhen. Und alle Fahrgeschäfte auch gleichzeitig mit und was es sonst noch alles gibt. Einfach mal ein bisschen Geld erhöhen. Weil zum Beispiel der Zirkus ist sehr beliebt gewesen, aber für 1 Euro oder 1 Dollar ist mir das, glaube ich, relativ zu günstig. Da können wir mal ein bisschen was erhöhen. Mal machen viele Geschäfte einfach mal ein paar Fahrten mehr. Und einige Kosten auch, glaube ich, mal an Unterhalt. Ich weiß es nicht. Am besten mal ein bisschen vorspulen, um zu sehen, was jetzt die Sache ist. 2 Dollar für Toiletten, aber 1 Dollar für die ganzen Geschäfte. Also so, die zahlen zum Beispiel nicht so viel. Deswegen gehen wir hier auf 1 Dollar runter. So, Beeinflusser ist glücklich gewesen. Das freut mich. 8 Euro, aber 8 Dollar sind wohl doch ein kleines bisschen zu viel für den Eintritt. Wir machen noch 6. Was habe ich jetzt? 6,25, 6,50, machen wir's. Ja, durch das Beeinflusser jetzt da war und hat gesagt, jo, das ist doch alles schick und schön hier. Und oh, hier, das ist kaputt. Unsere größte Sache, die besonders ist, ist kaputt. Das ist Western-Sache? Okay, gut. Also irgendwie ist hier alles Western. Da war, glaube ich, die Kampagne ganz falsch. Hätte ich, glaube ich, mal vorher drauf gucken müssen. Eins kriege ich nur mit. Ich habe noch ein bisschen da. Und wenn es weiter so geht, bin ich pleite. Und der Park ist dann richtig scheiße. Aber ich glaube, man, die Leute strömen langsam rein. Und das sieht relativ gut für mich aus. Da immer mehr Leute reinkommen, kann ich auch die Preise ein kleines bisschen erhöhen. Und die Sachen sind ja, ja, vielleicht sind sie doch ein kleines bisschen zu teuer. Machen wir mal so ein bisschen billiger. So, hier kann man so ein bisschen das Parkeinkommen sehen und sehen, ja, es ist nicht gerade gut. Wir können mal gucken, beeinflusst ist natürlich nicht da. Personalbetrieb haben wir natürlich nicht viel. Themenbereich haben wir viel Western. Hätte ich, wie gesagt, vor uns drauf gucken müssen. Und das Parkeinkommen, naja, könnte sich natürlich mehr steigern. Also das hier sieht relativ gut aus, könnte man natürlich auch noch leicht erhöhen. Aber so viele Leute wollen, glaube ich, nicht mitfahren, weil es zu teuer ist. Ist nicht intensiv genug. Dann können wir die Intensivität gerade mal hier hochstellen mit 8 Runden. Und Zirkus machen wir mal billiger, weil die wollen nicht so viel bezahlen. Und Beeinflusser kommt. Beeinflusser möchte was haben, möchte ein Abenteuer-Motiv haben. Also irgendwas zum Kaufen mit Abenteuer, aber ich würde mal sagen, das sieht ganz, ganz schlecht gerade aus, weil ich kann kein Darlehen mehr aufsetzen. Und wir können aber mal kurz hier gucken. Wir können Finanzen und Attraktion gucken. Was macht denn eigentlich Minus? In diesem Monat macht Minus die Toiletten von 13 Dollar. Hausmeisterkosten, die ganzen Kosten natürlich. Unterhaltung, ach du Scheiße. Information macht Minus. Warum habe ich dann Informationen? Was macht am meisten? Die Unterhaltung macht am meisten. Neben Mechaniker, aber Mechaniker ist ganz, ganz wichtig. Also die Toiletten machen Minus. Dann würde ich sagen 50 Cent. Also ich kriege keine Informationen mehr über die
Badsdinger. Also würde ich sagen, Toilette ist gar nicht mal so teuer. Aber ich glaube mal, das wird die erste Folge in dem neuen Jahr. Wird das erstmal reichen? Ich bin jetzt erstmal sowieso von meinen Eltern gerade wiedergekommen. Also bin ich zufrieden, wenn ich da überhaupt was aufgenommen habe. GTA werde ich jetzt auch nochmal gleich aufnehmen. Und ich möchte mal bitte auf Escape, damit ich jetzt mir das ganze Spiel speichern kann. Speichern bitte schön. Ich sag einfach mal überschreiben. Ja. Und da würde ich sagen, wenn euch der ganze Podcast gefallen hat, dann gebt noch einen Moment, nicht einen Daumen nach unten, schreibt in den Kommentaren, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Denkt einfach daran, gestern kam das Man of the Walls Jahresvideo, wie jedes Jahr, was ich jetzt machen möchte, wenn das dieses Jahr kommen kann, darf. Und ich freue mich auf dieses wunderschöne Jahr. Ich muss gucken, neue Spiele werden irgendwann mal in nächster Zeit auch schon wieder erscheinen, vielleicht sogar im ersten Monat, zweiten, dritten Monat spätestens. Muss ich gucken, dadurch, dass ich jetzt vielleicht ein paar Sachen noch machen möchte und alles Mögliche. Aber da kommen wir, glaube ich, zu späteren Videos nochmal dazu. Und da lasst einen Daumen nach oben da. Ciao, ciao.